Ja, hallo meine Freunde, und weiter geht's. Wir sind immer noch in der Leichenhalle bei Timegate Knights Chase. Wir haben alle Kristalle eingesammelt, hoffe ich zumindest. Und hier ist der Biso. Und ich glaube, wir müssen irgendwas machen. Und es hat mit dieser Leiche hier zu tun. Kann ich das angucken, wer hier liegt? Das ist ja abscheulich. Ist es das? Jo, okay. Muss ich... Da macht hier nichts. Kann ich da was drücken? Da macht er was. Oh. Ein Herz. Der hat ein goldenes Herz gehabt. Okay. Wer war das? Ist das Biso selber? Da kann... Kille, Kille. Was macht er jetzt? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist auch schon ein wenig, jo, morbide, das Ganze. Kille, Kille. Okay, und ich glaube, wir müssen dieses Herz hier ihm geben. Ah ja, genau. Und jetzt müssen wir die Kristalle... Oh, scheiße. Wolfram ist unterwegs. So, schnell geht's jetzt. Wir müssen zu dieser Statue kommen und hier müssen wir das trinken. Nicht stoßen, sondern trinken, glaube ich. Ja, genau so. Und wenn wir die richtigen Steine reingemacht haben, wird es hier reingeben in das andere Glas. Ich glaube, es war richtig. Durch Zeichen an den Grabmännern erwarten dich die großen Gründer. Wenn du jedem von ihnen seinen Stein gegeben hast, werden sie ihre Kraft auf dich übertragen und dir das erste der großen Geheimnisse verraten. Das erste der großen Geheimnisse. Ups! Und das ist ohnmächtig geworden. Ein Rat, Freundchen. Bevor Bruder Wolfram sich um euer Schicksal kümmert, gebt ihm seine Steine zurück. Sonst könnt ihr euren barmherzigen Gott um Hilfe anflehen. Mach nur ruhig weiter, Folterknecht. Hier... Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Wir müssen in diese Richtung. Genau. So, sei nicht völlig doof, dieses Rätsel. Ist ja logisch, dass man das machen kann. So. Und ich glaube, da ist auch noch eine Wache, die wir jetzt erledigen müssen. Stimmt das? Ja, ich höre Schritte, also gehe ich schon mal in Kampf. Natürlich haben wir jetzt gar nichts mehr. Und ich hätte vorher vielleicht das Fleisch essen sollen, denn wir haben keine Energie mehr. Also nicht die volle Energie. Okay, ich gehe mal da in Kampfposition. Ach, scheiße. Scheiße, Mann! Hey, kick ihn, Mann! Huiuiui. Okay, ich habe sicher null Energie. Scheiße, das ist wirklich scheiße. Ich glaube, ich speichere trotzdem mal. Vielleicht schaffe ich es ja mit meinem positiven Einstellung und meiner super Skills. Okay, ich speichere mal. Nur damit ihr es wisst, okay. Ich speichere nicht hier drüber. Vielleicht muss ich ja nochmal hier zurückkommen und alles essen, damit ich genügend Energie habe. Und ich weiß auch noch, wie ich hier überhaupt rauskomme. Nicht so. Nämlich, ich kann diese Fackeln hier mitnehmen. Das ist eine kleine Fackel. Und hier gibt es nochmal eine Fackel, die ich mitnehmen kann. Okay. Und jetzt muss ich die normale Fackel hier hin stellen. Genau die.
Jetzt brennt sie plötzlich wieder. Okay. Und hier die andere Fackel hin. Genau. Jetzt geht dieses Tor auf. Sollte. Ja, supi. Gibt es hier noch was anderes zum Mitnehmen? Ich glaube, hier finde ich auf dem Tisch noch was. Denn hier habe ich einen Ring gefunden. Ja, diesen Ring. Und ein seltsamer roter Stein. Dieser Stein ist ziemlich scheiße, wenn ich mich noch erinnern kann. Hier da kann ich nicht raus. Ich gehe hier raus, denn sonst werde ich umgebracht. Ich habe Angst, denn ich weiß, hier ist irgendwo ein Stolperstein. Wenn ich hier zu fest... Okay, es war nicht hier. Kann ich hier entlang? Ich glaube, hier sterbe ich. Ich weiß, irgendwo ist es ziemlich schlimm. Was? Oh, fuck. Ich kann mich noch erinnern. Hey, Mann, ich habe kein... Es war hier. Okay. Okay. Bin ich gestorben? Versuchen wir es nochmal von vorn. So, willkommen, meine Lieben, zurück. Ich habe nochmal weitergespielt und habe jetzt alle Energie gegessen. Ich glaube, ich gehe einfach hier geradeaus. Denn ich bin ja da abgebogen. Und ich hoffe, ich werde nicht gerade wieder zu Tode stürzen. Ich glaube, das ist scheiße hier. Das ist wirklich... Ich habe keine Ahnung, wohin ich muss, ohne dass ich gerade zu Tode stürze. Kann ich hier entlang? Ja, ich habe solche Angst. Scheiße. Okay, hier kann ich durchgehen. Okay, hier muss ich durch. Sag mir, wer dich schickt, oder du bist ein toter Mann. Ich kann hier den Ring zeigen. Gott sei gelobt. Das war der Mann am Anfang des Filmes. Ich konnte mit deiner Ankunft in dieser geheimen Kapelle am Leben bleiben. Hüte dich vor den falschen Juwelen, William. Hüte dich vor allem, das Frevlerauge mit dir zu tragen. Es beobachtet dich und folgt dir überall hin, wo du auch hingehst. Um seine unheilvollen Kräfte zu bannen, schließe diesen falschen Stein in einen Lederbeutel. Dann wirst du ihn... Oh Gott. Das war leider zu viel für den alten Mann. Böser Wolfram. Wieder Mutterseelen allein. Ja, ihr könnt euch vielleicht vom Intro dieses Spiels erinnern. Jo, hier gibt's was. Ich glaube, hier finden wir die Steine. Oder warte. Wir müssen zuerst ein Beutel. Weil wir haben dieses Frevlerauge leider bei uns. Ja. Wir haben eine Mönchskutte und ein Lederbeutel. Und wieder ein Hologramm. Und jetzt müssen wir den Lederbeutel benutzen. Ich weiß, das ist dieses... Nein! Nur das! Ja, genau. Okay, jetzt kann er uns nicht mehr sehen, sonst hat er uns alle unsere Schritte beobachtet. Hier können wir das Schwert nehmen. Jetzt haben wir zum Glück wieder eine Waffe. Und, ach, ich glaube, da liegt noch was, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier sind noch alle Steine drin. Hurra! Die neuen Steine! Das ist cool, jetzt haben wir wieder all die Steine, die wir brauchen für bei den Gräbern. Ich glaube, hier ist nochmal was. Handschuh von Galois. Und ein Kreuz aus Rosenholz. Ja, nehmen wir doch einfach alles mit. Ich hoffe, ich speichere nochmal ab, denn man kann sich nie sicher genug sein. Jo, ich speichere hier ab. Und gehen wir weiter. Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich... Doch, ich sterbe. Okay, es geht da lang vielleicht. Was ist das hier? Eine Krypta. Was ist das hier? Kann ich das drücken? Hier kann ich nichts drücken. Ha,
Was muss ich machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss hier zurück, glaube ich. Hier kann ich laufen. Kann ich hier laufen? Ich habe Angst, Mann, von diesen Scheiße. Ist es... Da bin ich hergekommen. Ja, genau. Da bin ich hergekommen. Kann ich hier geradeaus? Hier sterbe ich doch sicher. Nee, sterbe ich nicht. Aber hier kann ich nicht durch. Man sieht das wirklich nicht. Was für ein Scheiß. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Kann ich... Okay. Ach, da komme ich... Oder muss ich einfach hier zurück? Was passiert, wenn ich hier rausgehe? Okay, da ist einfach eine Tür. Dann kann ich die nicht öffnen. Na, du guck die... Gerade noch davon... Ja, was denn? Okay, nicht hier entlang. Wir versuchen jetzt jede einzelne Möglichkeit, ja, nicht hier, sondern hier. Also wenn ich geradeaus gehe, geht's nicht. Also hier. Ich check's eh meistens nicht. Hier kann ich nicht entlang. Hier kann ich durch. Jo, das ist mir klar. Aber hier kann ich nicht durch dann. Kann ich da was drücken? Nee. Ich glaube, ich mache einfach einen Cut. Denn das Video ist eh schon...